immer auseinanderbauen. Das Gut, geht doch kann auch natürlich nicht. auch sein, dass du schon so weit gewesen bist, nur ich nicht. Ach, das kann tatsächlich sein, Das ist ungünstig. ja, Ich dann habe machen wir den die anderen aber letzten gleich Test auch nicht noch bis zum durch. Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Firstie gespielt, ha? Warte mal. Wir gehen mal zurück zum Hub. Und dann machen wir die nochmal von vorne. Sie hat ein springendes Reh beobachtet, das heißt, sie hat Firstie gespielt, ha? Auf jeden Fall. Von dem Reh hat sie mir in Portal 2 im Einzelspieler auch schon erzählt. Okay. Wen haben wir denn da? Hattet ihr Angst vor dem Test? Nein. Hui! Wir Ups. sind sogar so motiviert, dass wir die kompletten Tests nochmal machen wollen. Also Ja. ich zumindest. Gut, ab geht's. Nicht auf den Aufzug schießen. Oh Mann! Das macht man nicht. Das kann ich aber immer noch am besten. Das ist mir klar. Ich meine, als Aufzugkammerjäger haben wir uns auch schon Diese Strecke erfolgreich. diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Bleib du mal hier oben. Bleib du mal hier oben. Ja. Und jetzt springt durch das. So, jetzt machen wir dasselbe nochmal. Selbes Spiel. Okay. Du setzt einmal hier und einmal da. Nee, das ist gelb. Gelb Doch, ja, bringt dir passt nichts, denn. gell? Passt denn das andere auf den Boden? Ja, das andere. Achso. Die Reihenfolge ist dabei eigentlich scheißegal. So, da sind wir. Ah ja, so langsam ergibt das hier Sinn. Ja, so groß. Ich habe gedacht, ich wäre aus dem Test. Kann man entflohen? Ja, ich kann mir vorstellen, was ich soll. Einmal bitte durch. Oben bleiben. Ja. Und einmal durchspringen. Ist zu. Achso, Hier da unten. unten. Siehst du da oben Da irgendwas? ist ein Knopf. Ah ja, übrigens mit Tab kannst du dir meine Sicht und ich mir deine angucken. Ah ja. Das hat vorhin irgendwie nicht Jetzt funktioniert. holst du mich wieder auch da hoch, wo du jetzt gerade warst. Ah, das kann ich ja selber gerade. Und jetzt das Portal Nee. an die Wand da. Da kommt schon nicht Deins. dran. Von der Seite. Ah, warte, ne, das kann ich auch wieder selber. Nee, warte mal, da ist noch ein anderer Knopf. Ne, passt doch. Ja, genau. Ah, okay. Jetzt ist die Kugel da, die müssen wir wahrscheinlich einführen und dann passt es, ne? Jo, Wunderbar. passt. Ihr habt Kannst den kommen. Sicherheitswürfel richtig Überlebe ich das, abgelegt. wenn ich da Ihr runterspringe? könnt Ja, darauf klar. sehr. Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Ja, du bist schon cool, GLaDOS. Du bist schon echt cool. Ist eine nette, ist eine nette. Ja, voll. Ich hab's ja in Portal 1 und Portal 2 abgekriegt. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben.
Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Und das? Ich hab das Ding orange gemacht. Da läuft eine Zeit ab. Ah, ich kann mich noch dran erinnern. Genau, jetzt schnallst du es wieder vor. Ist klar. Gut, ich weiß Bescheid. Ich hab eine Aufgabe für dich. Schieß los. So, einmal hier reinstellen. Und immer durchspringen. Scheiße, nicht geklappt. Das war das falsche Portal. Nein! Viel Spaß. Yay! Schon wieder das Verkehrte. Macht Spaß, ne? Ja, ja. Ach, immer im verkehrten Moment. Ein Nippon hat richtig Spaß. Das kann den ganzen Tag so weitergehen. Ach, ich muss das Oberste so setzen. Ja, okay. Und tschüss, Mann. Hui! Ich glaube, jetzt muss ich genau. Ne, das muss. Oder? Aktivieren wir den Knopf. Okay, es ist genau dasselbe. Ich muss genau dasselbe nochmal machen. Kannst du das Portal einmal hier hinsetzen? Ja, versuchst du mir das. Und dann baue ich. Setz es bitte mit, so mittig wie es geht, sonst bleibe ich hängen. Gut. Und dann setzt du das, sobald du den Knopf gedrückt hast, das, was oben ist, das Rote, das musst du dann da hinsetzen. Okay. Also dann da. Ne? Okay. Weißt Bescheid? Ja, ja. Ich geh mal Spaß haben. Fast. Ein bisschen jetzt noch warten müssen. War das nötig? Ja, das war nötig, klar das. Ja. So, nochmal selbes Spiel. Ich brauch Rot oben. Jawohl. Also jetzt drücken. Und jetzt. Passt. An die Wand geklatscht. Bam! Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr, wieder da, ganz als wäre nichts geschehen. Dann halt tiefgründig, oder was? Ja, ja. Das kann ich mal so gar nicht. Ja. Das ist ganz philosophische hier. Ja, ja. Die hätte man so Kratessa nennen müssen. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Okay. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Halt deine Schnauze, ey. Okay, das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. So, hier sind hier ist keins. Okay. Ich stelle mich mal hier drauf. Ach, da muss ein Würfel her. Bist du? Ach so. Keine Option auf den Tod. Und das soll Wissenschaft sein. Hab ich gesagt? Mörder. Warte mal. Ich schau mal grad, wo da irgendwo muss ein Knopf sein. Ach, da hinten. Ja, okay, ich muss stehen bleiben. Stehen bleiben. Warte mal. Nein. Okay. Okay, ich weiß Bescheid. Komm her. Hab mal wieder Spaß. Juhu! Viel Spaß. So. Und Schluss. Autsch. Jetzt bitte Knopf drücken und nehmt ihr den Ding mit, genau. Es gibt Rostflecken an der Wand, ne? Nicht durch das Gitter laufen, nicht dadurch, also. Nicht dadurch, sonst löst es sich auf. Halt mal, wo eigentlich sonst? Scheiße! Kann ich warte, das Ding nee, auch nee, warte!
Nee, warte. Warte. Bleib du mal da stehen. Könnt ihr doch bestimmt auch werfen. Oder bleib du musst da stehen und geben mir einfach hoch. Ja. Jawohl. So, ich lass dich jetzt für immer und ewig da unten verschmoren. Du kannst auch durch. Willst du ihn reinlegen? Ja, klar. Er will auch mal. Hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Das war nicht meine Schuld. Doch. Du hast doch nicht so. Aber 100%ig. Nee. Oh, wir haben neue Dinge gelernt, oder was? Scheinbar. Äußerst wertvoll. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr wärt die Einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten? Gelogen. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt. Was sagst du jetzt? Oh mein Gott. So. Mhm. Selbes Spiel wie immer. Viel Spaß. Ach, dahin, ne? Ah, ja, finde ich gut. Und dann musst du... Scheiße. Oh. Du musst... Nee, komm noch mal raus, bitte. Warte, ich setz dich noch mal irgendwo hin. Schnell, so. Nein, fast hat's geklappt. Nee, Du musst hier Geschwindigkeit aufbauen. Ja, die Richtung hat gepasst. Ich wäre beinahe oben gewesen. Dann lass ich dich hier raus. Dann musst du den drücken. Ja. Und dann kommst du runter und ich lass dich da raus und dann musst du sofort den anderen drücken. Ach so, also im Flug muss ich den drücken oder was? Richtig, das geht. Okay. Also. Nochmal das Ganze. Einmal rein, bitte. So. Kommt! Und den anderen auch noch. Müsst du ihn erwischt haben. Jo! Jongliertest beginnt in 3. Was? 2. 1. Wir brauchen doch nur einen. Ja, also.